Der Trainer und Manager von Arnold Cercai, Angelo Gallina, heizt den 600 Zuschauern nochmal richtig ein vor dem Kampf vor der Cobra. Arnold, Arnold! Zum ersten Mal an diesem Abend kommt so richtig Stimmung auf im engen Saal vom Grand Casino. Dabei geht es eigentlich gar nicht nur um einen Arnold Cercai. Kriminal Tango heisst das Motto der Veranstaltung, die sich Boxeo nennt. Kultur und Boxen verknüpft. Kulturschaffende sind zwar auch da wie die ganze Band von der Love Box, aber nicht wegen der Kultur. Heute bin ich klar wegen Boxen hier. Boxen selber sind zwei Jahre leidenschaftlich. Ich finde es wahnsinnig Sport. Und jetzt heute oben freue ich mich voll die Kämpfe und natürlich auf einen Arnold, der am Schluss kommt. Auch das kosovarische Fernsehen RTK ist nicht etwa hier wegen der kurzen Burlesque-Show, sondern wegen dem Mado. Ein aus ihrem Land, der den Saal kurz vor der 23:30 zum Kochen bringt. Er ist im Kosovo sehr bekannt wegen der vielen Berichte und Reportagen, die wir schon gemacht haben von Basel und anderen Städten in der Schweiz. Und alle erwarten von ihm wieder einen schnellen Sieg durch K.O. Das hat er in seinen 23 Profikämpfen nämlich schon 17 Mal geschafft. Sein Gegner, der Emilio Zarate aus Argentinien, ein mit einer schlechteren Bilanz zwar, aber mit mehr Kampferfahrung. Und den angespannten Zuschauern auch die Brüder von Arnold Cercai, die alles für ihn machen. Arnold ist unser kleiner Bruder und die Kleinen sind ja am meisten die, die am meisten man sich verwöhnt, oder? Und Arnold hat den Weg gewählt. Er ist ein sehr ruhiger Typ. Ich sage immer, dass ich bin stolz, weil er so ein netter, freundlicher Mensch ist. Fertig mit nett und freundlich ist dann im Ring. In der dritten Runde wird der Argentinier das erste Mal angezählt. Er, der angekündigt hat, er werde in der dritten Runde durch K.O. gewinnen. Zeichnet vom Punch von der Cobra macht er aber weiter und versucht jetzt mit Provokationen und unfairen Aktionen zum Erfolg zu kommen. Der Arnold Cercai lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen und schickt seinen Gegner ein weiteres Mal auf die Bretter. Es kommt aber gleich zur Runde 7. So lange ist Arnold Cercai beim Kampf seit 2,5 Jahren nie mehr im Ring gestanden. Dann der Widerstand aber gebrochen. Der Emilio Zarate reklamiert zwar, der Ringrichter entscheidet aber auf K.O. Ich war top fit. Also ich konnte auch wieder 12 Runden boxen. Es kommt einmal, dass ich auch mal 12 Runden im Stück boxe und für das trainiere ich auch für 12 Runden jetzt. Damit ist er ein Schritt weiter in Richtung grosses Ziel Titelkampf und schon sind wieder eine Anfrage eingegangen, das Mal von der Welt Nummer 2 im Bulgar Kubrat Pulev, der in 2 Wochen einen Kampf will. Mal schauen jetzt, ich habe heute geschlafen und stand morgen auf und überlege mir, ob ich das mache. Eher nicht, aber... Wieso nicht? Also wenn alles stimmt, wenn ich mich fit fühle, jetzt habe keine Schmerzen, nichts, wieso nicht? Titelkampf braucht seine Zeit, braucht seine Finanzen, braucht seine Vorbereitung. Es hat keinen Wert, einfach irgendetwas auf Hochrisiko einzugehen. Der Sieg ist ein wichtiger Sieg, ein Schritt weiter, ein kleiner Schritt und wir bauen weiter an diesem Projekt. Noch ist es also zu früh. Dafür hat der Arnold Cercai vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Sein ältester Bruder ist extra aus dem Kosovo angereist. Das ist mein erstes Mal, das ich ihn live sehe. Es war schwer für mich, aber Gott sei Dank hat er gewonnen und ich hoffe, er gewinnt immer. Die Suche nach einem Stärkeren im Ring geht auch nach dem 24. Profikampf von Arnold Cercai weiter.